Chat, ich hab mal ein Video gesehen, wo Mickey drauf reagiert hat. Er hat mal so auf Sachen reagiert, so Dinge, die passieren, die so unbeschreiblich sind oder Unsatisfying. Bruder, das Wort kann ich wieder nicht aussprechen, Mann. Unsatisfying things to watch. Da gehen wir mal rein. Habt ihr Bock oder was? Nee? Perfekt. Dann gehen wir rein. Bruder, das macht mich direkt aggressiv, Digga. Das macht mich, Bruder, aber sofort aggressiv, Mann. Also, Bruder. Wie kann man so sein? Also das ist wirklich maximal respektlos, Digga. Das ist maximal respektlos, Digga. Oh, Bruder. Was ist denn? Ja, Kaino, ich guck mir hier so ein scheiß Video an, Mann. Komm her, guck mit. Komm hierher. Oh, so ein Fettsack, Junge. So, wir gucken das zusammen. Aber Kaino, ich reg mich auf darüber. Also das war bis jetzt das Bodenloseste. Das tat mir auch richtig weh beim Zugucken, Digga. Das tat mir auch richtig weh beim Zugucken. Ja, okay, also das fühle ich, aber das passiert mir auch ständig. So sein, Bruder. Ja, kann das ist echt ein scheiß Video, ja. Wer schneidet denn so die Tomaten, Junge? Das sind die Tomaten, die immer auf den Big Mac kommen, Kapi. Aber gefühlt hast du wirklich immer nur solche Dinger auf dem Big Mac oder auf dem Royal Test bei McDonald's, Digga. Ja, Bruder, es ist schon schmerzhaft. Ah, das kann er nicht bringen. Was macht der da, Kaido, hä? Also das ist bodenlos, Digga, das Video. Mach es nicht, nein. Wenn du das machst, Digga, dann hau ich dir auf. Schneid vernünftig. Vernünftig schneiden. Oh! Wenn er jetzt die Schablone mit Absicht verrutschen lässt, Digga, das wird mir so wehtun, Mann. Das wird mir so wehtun. Bruder, nicht die Schablone, Mann. Das war Kylo, Digga. Das warst du, mein Schatz. Ey. Oh, nee, Digga. Aber ich muss sagen, Eierpoolen ist auch manchmal echt undankbar. Also manchmal sieht mein Ei beim Poolen auch so aus. Okay, so schlimm sahen noch nie meine Eier aus, aber. Also so schlimm sah das wirklich noch nie aus, Digga. Das ist ja illegal.
Was für ein Puzzle ist das denn für Dreijährige, oder was? Digga, da fehlt doch ein Teil. Nein, das ist bodenlos, Digga. Nee, das muss ich skippen, Digga. Oh, zum Glück, ich hab gedacht, dieses Geräusch kommt. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Auf Familienessen und irgendjemand ist am Steak schneiden, Digga, und kratzt so am Teller, Digga, dass du am liebsten aufstehen willst und schreien willst. Also, sag ganz ehrlich, das ist mit das Schlimmste, was passieren kann beim Essen. Eins in den Chat, wer es so sieht. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, Digga. Das Allerschlimmste, Digga. Da komme ich gar nicht drauf klar. Und wisst ihr, was ich auch habe? Oder ich hoffe, irgendjemand fühlt das von euch auch. Wenn ich dran denke, tut mir schon wieder, dann tut mir ein bisschen was weh. Es tut mir weh beim Ausreden. Mir schnürt es die Luft ab. Ich rede keinen Scheiß. Ich reiß mich jetzt zusammen. Sneaker anhaben, also Turnschuhe, Sportschuhe. Und dann auf den Teppich laufen und abbremsen. Und du bremst so komisch auf diesen Teppich. Oh. Ich hasse es, Digga. Bruder, ganz schlimm. Ganz schlimm für mich. Ich wusste, dass ihr das nicht fühlt. Nein, nicht quietschen. Mit Turnschuhen auf so einen Teppich laufen und dann so abbremsen und dieses Reiben, dieses, das quietscht ich, sondern einfach dieses Reiben. Wenn das passiert, das tut mir weh. Ich habe Schmerzen an meinem Körper dann. Das macht gar kein Geräusch, das ist ja das Schlimme. Egal. Ihr versteht das nicht. Bruder, das ist hier bodenlos. Deutsches Video? Bruder, er macht diesen international mit 10 Millionen, Digga. Wieso? Ach, das 38.000 Dislikes. Haben die Leute sich da wirklich so getriggert gefühlt? Deutsch! Was haben wir hier noch für Videos? Aber so Dinge, die einen befriedigen, dann set das an einfach weg und so, oder nicht? Okay. Oh ja. Nach der Scheiße gönnen wir uns jetzt das Gute, Digga. Oh ja. Oh, perfekt, Digga. Oh ja. 100%. Altes Handyglas kaputt machen. So geil. Also Panzerfolie. So geil, Digga. Oh ja, Bruder. Oh mein Gott, Digga. Das ist so befriedigend. Ja. Yeah. Also ich muss sagen, ich bin ja früher auch Inlineskater gefahren und als Inlineskater auf so einem Boden oder auf einer frisch asphaltierten Straße zu Inlineskaten ist so extremst befriedigend, Digga. Auf so einem richtig frisch asphaltierten Straße oder auf so einem richtig glatten Boden, so Kunststoffboden, es gibt nichts Schöneres, Digga. Einige Sachen haben nicht so befriedigt, aber viele Sachen befriedigen extrem, Digga. Also das befriedigt mich nicht, Digi. Das befriedigt mich auch nicht. Oh, das hat befriedigt, Digga. Also wie kann das denn befriedigen, Digga? Das ist krumm und schief. Das hätten sie bei Most Certifying Scheiße reinmachen müssen. Das befriedigt doch nicht, Digga.
Wo ist das krumm und schief? Das befriedigt auch, aber nicht falsch verstehen. Oh ja, das auch. Ja, also bis jetzt ist das Video so ein Durchschnitt nur. Da sind zu wenig Sachen aus dem Alltag, weißt du, wie ich meine? Was soll mich daran befriedigen? Bruder, nee. Nee, Digga, da fehlen mir die Sachen aus dem Alltag. Warte mal. Ja, Bruder, jetzt weiß ich nicht mehr, wie der heißt. Moment. Solche Momente aus dem Alltag, Digga. Sowas finde ich geil, Mann. So cringe. Bruder, ist doch lustig, Mann. Ihr könnt mir doch nicht sagen, dass diese drei Situationen, die ihr da hattet, euch nicht mit identifizieren konntet. Ah, okay, scheiß drauf, Digga.